Mollo de Trimax hier. Wir zocken wieder Craft Attack Staffel 7 und es läppt einfach rein. Ich weiß gar nicht, wer das hier gebaut hat. Wir wollen Was eine. denn? Rumatra, hast du das hier alles gebaut? Was meinst du? Also was Die gebaut? Kelp Farm? Die Kelpfarm habe ich gebaut, ja. Ich habe Alter, das Junge, du bist ja gemacht. richtig engagiert. Was machen wir damit? Ja, es ist halt so. Ja, was machen? Wollen wir sagen, was wir damit machen, Rumatra? Nein, 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 alles Nein, gut. nein, wir machen es nicht. Hast du schon mit der Wolke erneut wieder mitbekommen, Max? Nee, was denn? Wahrscheinlich. Ich glaube, sie steht nicht mehr ganz. Was? Ich glaube, also ich habe es jetzt auch nicht mitgesehen, ich habe da auch nicht mitgemacht. Aber Rivi war heute on und er hatte was dagegen gehabt. Ja, Alter, genau, komm mal zeig. bitte nach oben. Du musst jetzt ganz tapfer Ja, sein. Rumatra, dann bring mal ein bisschen TNT mit. Wir müssen mal ganz kurz Revis Klar, Offline-Base-Besuch oben. Ich abstatten. sehe für die hier oben, aber Ach deine du Mission nicht. Scheiße! What? Was ist damit Ja. passiert? Revi hat sie gesprengt. Nee, angezündet. Ich konnte Oder ihn nicht angezündet. abhalten. Der wollte die Ah. unbedingt weghaben. Aber ich bin für Action-Match Hast bin du ich nicht jetzt geholfen? Ihr raus. wart Bin doch nicht zusammen. in. Ja, ich habe dann am Ende geholfen, weil ich gedacht habe, okay, dann. Keine Also, Ahnung. Max, er wollte unbedingt Schwämme von mir haben, um das Wasser, was drin war, auszutrocknen. Ja. Er hat mich als absoluter Allmann und Unhärtner bezeichnet, als ich mich geweigert hatte, weil ich das nicht machen wollte. Ja. Weil ich dann doch zu dir gehalten habe. Und ich habe mich geweigert, ich habe absolut nicht geholfen. Alter, die Warze ist weg, die Wolke ist weg. Es werden immer 20 Stunden Bauprojekte. Nächstes Mal, wenn ich nach 5 Tagen wiederkomme, logge ich mich ein und die Kaktusfarm ist weg. Die Kaktusfarm steht nur, weil das Ding XP abwirft und speichert. Sonst wäre das auch Ja, schon lange gut. weg. So eine kleine, kontrollierte Sprengung. Einfach nur so. Ich würde das gar nicht unbedingt als zerstörerisch bezeichnen, was ich jetzt mache. Ich würde das eher als ein kleines Upgrade bezeichnen für Revi. Na, ich finde, er hat das da relativ eng oben bei sich gebaut, alles. Gar nicht so luftig. Ich bin unterwegs. Wo ist die größte Schwachstelle bei Revis? Wo könnte ich was sprengen, was ihn abfuckt? Also im Pool schon mal nicht, weil erstens das Wasser wird zu mir runterfließen. Ja? Zweitens, das TNT, wenn im Wasser ist, macht keinen Schaden. Achtung, Oh, Creeper. Creeper! Oh nein, das tut mir leid! Oh. Oh, Oh. Revi! Sorry! Hat Revi nicht ausgeleuchtet? Hat er nicht ausgeleuchtet, ist nicht mein Fehler. Ach, Oh, ey, so eine keine Ahnung, wie du da Prismarin. Ja, auch. Oh, doch, hier ein krass. bisschen. Hier so ein bisschen Prismarin weg. Oh, meine Wolke ist so im Arsch, Mann. So ein Assi-Scheiß. Spark, du kennst dich doch aus. Du bist doch so ein Aesthetic-Spieler in Minecraft. Was ist denn hier so. Wo würdest du dich am meisten ärgern, wenn das dein Zuhause wäre, wo ich was sprengen würde? Geht ja nicht um schön sein, nicht schön sein. Und Am ansonsten liebsten Tim. vielleicht, weiß ich nicht, irgendein Turm mit Prismarin, weil Prismarin, da muss man halt gucken, wo man es wieder herkriegt, ne? Bei Prismarin muss man gucken, Also wo man es. er hat ja nicht die Prismarin-Farm. Das Prismarin hat er ja sozusagen von mir. Also dann muss er Oh es wieder ja. kaufen in meinem Shop, in Ja, dann Anführungszeichen. nehmen wir und dann, guck mal, so ein kleines Türmchen. Ich baue mich mal ein bisschen rein, dass das auch richtig schön ballert. Hier kommt noch einer hin, das ist gut. Einfach nur so ein bisschen. Hier kommt auch noch eins rein, so. Genau. So, das ist jetzt der Turm, ne? Prismarin ist ja ein relativ seltenes Material. Das man ungern kaputt macht. Ich würde das jetzt einfach mal ein TNT anschießen und gucken, was passiert, ja? Jo. Der hat nicht getroffen. Der hat Der hat getroffen. nicht getroffen. Doch hat. Ah ja, perfekt. Oh ja, guck mal. Guck mal. Alter, das war eine derbe gute Sprengung. Ja, und das Prismarin liegt jetzt da, das verschwindet dann, Das dann würde es verschwindet neu dann. besorgen, theoretisch. Der kommt nächstes Mal. Das ist doch perfekt. Ich weiß ganz genau, wie Revi das finden wird. Viel zu wenig, what the fuck? Mehr, mehr, was machst du da? Warum nur so wenig? Ich habe mal einen Test. Was ist, wenn ich hier einen Rechtsklick mache? Oh, dann brennt aber alles ab. Alles, was Holz ist. Also das Alles, Feuer was ist denn verbreitet sich ein Holz? bisschen. Hoffen wir mal. Wir machen ein Experiment. Wir hoffen einfach mal, dass Revi auch viel mit Stein gebaut hat. Guck, das geht doch. Ist doch schon fast aus, das Feuer. Ja, okay, dann, ja. Mehr, mehr. Na, ist Na schon gut, ausgegangen ist dafür. Die schon hat sich gar nicht so ausgegangen. Ja, okay. abgeweitet. Also wenn das ein Feuer ist am Schaden, dann testen wir mal. Dann wollen wir das Experiment ein bisschen ausdehnen, ja? Go, go. Einfach so ein bisschen. Weil es ist ja auch sehr dunkel hier oben, nicht, dass hier noch irgendwie Creeper oder so spawnen. Einfach ein bisschen. Ich finde, das sieht ganz gut aus eigentlich. Okay, das könnte Das jetzt ist so ein komplett abbrennen. kleines. Nee, so ein kleines kontrolliertes Feuer. Einfach. Ganz entspannt. Alter, Ah, die ich brenne. Hier ist Phantomwolke. überall Feuer. Hilfe. Sehr gut. Oh, Phantom der brennt da vorne Membran. drin im Was macht der da? Farmer. Was macht der da? Was macht der Der da? verbrennt. Wow. Der Trimax unter dem Phantom. Tot.
Sturzflug ins Feuer rein, tot. Ich probiere mal hier was Kleines. Einfach mal so. Oh je. Eine kleine Feuerwand. Sieht auch mal ganz cool aus. Nee, es ist ja gut, dass er die Wolke genommen hat. Gar kein Problem. Ich bin da auch nicht nachtragend. Das ist halt. Ich helfe ihm halt ein bisschen bei seiner Hausgestaltung. Ich bin auch nicht nachtragend und genau in dem Moment habe ich das Bild gehabt. Dein Skin einfach vor so einer riesigen Flammenwand stehend. Ich finde das jetzt, guck mal, Spark. Vorher war hier ein Dach und Wände und ein Turm. Das ist alles weg. Ist doch viel geiler. Mach alles kaputt, ist fair. Nee, nee, das wäre zu einfach. Wenn ich ihn alles nehme, dann hat er ja nichts mehr. Ich lasse ihn noch ein bisschen was da, dass ich ihn konstant was nehmen kann. Weißt du, das ist so, als wenn du anstatt jemanden hängst, ihn einfach 30 Jahre lang irgendwo einsperrst und folterst. Das ist viel brutaler, als wenn du es einfach beendest. Hier ist alles. Ich habe zwei Projekte gehabt. Die sind beide einfach übel gesprengt worden. Zwei Projekte hatte ich. Jeweils über 15 Stunden reingesteckt. Nichts davon übrig. Oh lol, was habt ihr denn eine Sonnenbrille aufgesetzt? Halt's Maul, was habt ihr mit dem gemacht? Wie lange habt ihr dafür? Scheiße, wie geil. Der hat eine VR-Brille auf und einen Hut und einen Schnauzer, alles ist Obsidian. So, jetzt bauen wir unten das Ding weiter, ne? Nein, nein, schau dir noch kurz den Kran an, das Kranhaus. Das ist auch wunderschön. Das also, Kranhaus? Ja, Junge, ich find's gut. Du siehst schon, was dich begrüßt, oder? Wissen die schon von ihrem Glück? Weiß ich nicht, ich weiß es nicht. Wo ist denn der Aufzug, das hier? Rechts muss irgendwo Plubberblasen nach oben gehen. Plubber, ja, genau. Plubber mit P oder was? Oh. Mann, ey. Boah, das ist ja richtig wie so Befall, Junge, der hat Warzenbefall. Scheiße, ich mag das, wie random die aufgesetzt sind. Auch an der Decke und überall. Ja, so richtig. Alter, das geht ja überall, wie geil, Junge. Junge, du bist gut im Pranken, ne? Hat ja schon mal jemand gesagt? Holy shit! Wie scheiße! Weißt du, was das Wunderschöne bei diesen Dreckswarzen ist? Du kannst sie ganz schwer abbauen. Es gibt kein Werkzeug, womit du sie schneller abbauen kannst. Du musst sie mit der Hand abbauen. Guck dir das mal an. Das ist die maximale Geschwindigkeit. Überall, Alter. Sifft das hier an den Wänden, Mann. Holy shit. Da würde ich einen Kammerjäger holen oder die Bude insgesamt einfach einstürzen lassen. Die kann man nicht mehr retten. Ich würde nochmal neu bauen, wenn ich eher wäre. Alter, richtig siffiger Siff-Prank von dir. Nice one. Ich glaube unten, ja, wo der Fluss endet, beginnt unsere Basis. Ja, genau. Klim hat hier oben noch seinen Namen draufgestellt und das ist ja noch außerhalb der Kuppel. Also ich gehe mal davon aus, dass hier oben nicht mehr Iosa ist. Iosa ist nur hier drüben. Ja, genau, das passt. Das passt. Ist doch perfekt. Rumatra, wir haben richtig, nice, Rumatra. Wir können den Berg hier ein bisschen abbauen, also runter auf die Ebene, wo unsere Ebene da unten ist, und dann hier einmal zubasteln. Da haben wir noch eine riesige Fläche, wo wir das auch noch machen wir, wenn wir planen, wenn wir den ersten Abschnitt unseres Plans vollbracht haben. Einfach die Schnur nur. Du wirst es sehen, es wird dir gefallen oder nicht. Ich lass mich überraschen. Das ist so geil, Alter. Ich mag das, Rumatra, wie wenn uns was geschieht, dass wir dann so richtig unverhältnismäßig werden. Das liebe ich irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja. Irgendwie so beim Fußballspiel, jemand tritt dir absichtlich bei einer Ecke auf den Fuß mit dem Stollen, um dich abzufacken, und nächste Ecke gibst du ihm einfach so einen Ellbogen, dass er ausgewechselt werden muss, weil er so doll Nasenbluten hat, dass er nicht mehr weiterspielen darf. Das war ein schlechter Vergleich. Mach das nicht zu Hause nach, Zuschauer. Aber der Vergleich war, der war gut. Muss ich auch nochmal bauen. Ich muss gleich los, weil ich muss morgen sau früh aufstehen. Aber einen Plan habe ich noch. Wo ist hier eine Lavaquelle? Unterirdisch? Beziehungsweise wie viel Lava brauchst du? 2 Eimer, glaube ich. Pass mal auf, dann drücke ich dir die einfach direkt in die Hand. Ich habe ein bisschen was auf Vorrat. Hatten der Zuschauer den Einfall? Die Wasseraufzüge ersetzen durch Lavaaufzüge. Da würde ich was anderes vorschlagen. Mach einfach was denn? Einen Wasseraufzug, einen Obsidian-Block rein. Und wenn der gerade hochschwimmt oder so und dann Obsidian-Block drinsteckt, dann kann der halt unter Wasser, weil unter Wasser ist nicht gut abbauen. Und Obsidian, Ja, das ist. Digga, du bist gut. Ja, pass auf, mach doch hier einfach zwei weg. Hier machen. Da zwei weg. Hier zwei und weg. Dann tust du noch einen da oben drauf. Zwei weg. Und jetzt da Obsidian und einen oben drauf. Wo ist das Obsidian? Also hier. Sehr gut, da, sehr gut. Da, da und jetzt einen schräg oben drauf. Also genau, und jetzt dann, ob sie den. Genau. Warte, teste mal, ob du da rauskommst. Das ist halt jetzt perfekt verplombt, ne? Das ist die hartnäckigste Verstopfung, wo du erstmal die Rohrreiniger anrufen musst. Also mehr verstopft kann es nicht sein. Kommst du raus, Early Boy? Ich versuche mal über mir eben abzubauen. Also nervig genug ist es ja schon, ne? Die Frage ist auch, wie lange der Atem hält, ne? Also, ich sehe nicht viele Partikel bei dem Obsidian.
Wow, er setzt ein. Ah, doch. Ja, ist gut. Fuck ihn schon mal ab, der Rage da rein. Das wäre auch die perfekte Falle eigentlich, ne? So, dass er, wenn er zum Beispiel da hoch Dings stuck ist, ich warte hier schon auf ihm, auf ihn und hab überall um ihn herum zusätzlich dann noch irgendwie TNT platziert und mache eine Riesensprengung. Theoretisch. Also, da läuft doch. Theoretisch kannst du das machen, dass das TNT explodiert, wenn der Obsidian-Block abgebaut wird, ne? Echt jetzt? Yep. Oh, Alter. Mach das aber auf der Mittelebene und nicht ganz oben, weil wenn Revi nämlich oben spawnt, dann sieht er ja, dass da TNT ist. Aber der hüpft ja mal von ganz oben nach ganz unten. Die Mittelebene sieht er ja nur, wenn er von unten geht. Stimmt. Wir könnten die Mittelebene kopieren, dass er es nicht merkt. Dass er sie einfach die Mittelebene nochmal ein Stück da drüber macht. Ihr seid ja richtig gut, ne? Das halten wir alles mal für nächstes auf. Der Obsidian-Prank reicht, das reicht ihn. Dann machen wir jetzt noch eine kleine Sprengung, weil ich habe noch ein bisschen was. Ja, dann komme ich gerade mal nicht mehr hoch. Ich hab daneben geschossen, Early Boy. War irgendwas Relevantes drin? Ja. Yep. Was denn? Diamanten. Oh. Muss halt gucken, wo er jetzt in Zukunft was verzaubert. Geht das? Nur wenn, ja klar, wenn Obsidian abbaut. Ah, ich bin, glaube ich, tot! Super. Okay, also er kommt jetzt nach oben, baut was ab und dann geht ein TNT hoch. Finde ich gut, dass ihr das jetzt alles zugebaut habt und das TNT platziert habt. Soll hier auch noch TNT hin? Ja, ja, soll, ich habe damit nichts zu tun, ja, ja. Bei wem Moment, du hast da nichts mit zu tun? Nein, doch, ich bin der Schuldige. Okay, damit sind wir perfekt, Alter. Das ist jetzt, die Farmen löppen, die Pranks sind platziert, die fallen. Revis Villa ist richtig im Arsch. Meine Wolke ist weg, meine Warze ist weg. Ich habe eigentlich nichts zu verlieren, weil alles weg ist. Außer die Kaktustürme, aber die sind ja. Wenn er die kaputt macht, dann ist Kevin mad. Dann ist Kevin mad, richtig. Die sind. Das ist gut. Das Gute ist, die Kaktustürme sind versichert. Okay. Die Farmlöppen war nice. Kurze, knackige Folge. Ich bin jetzt 5 Tage weg. Mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ich hoffe, wenn ich wiederkomme, dass mein Haus noch steht und die Kaktustürme, das wäre sonst zu viel. Dann bin ich jetzt weg.